die neuen Wohlstandswellen sich dort ergeben, wo man eben auch mit modernster Technik arbeitet. Und das ist nun mal KI. Und die Leute, die bei KI Vollgas geben, das werden die Sieger sein in Zukunft. Und diejenigen, die da gar nichts machen, wie wir beispielsweise, wir sind dann die Verlierer. Und da muss man sich also doppelt an den Kopf fassen. Wie kann es sein, dass wir solche Kapazitäten in Deutschland abreißen, wo gerade KI-Tech-Milliardäre die Finger danach lecken? Also das ist wieder eigentlich ein perfides Beispiel dafür, wie arrogant und hochnäsig wir eigentlich da mit unseren eigenen erarbeiteten Volksvermögen umgehen. Auf eines ihrer Fachgebiete natürlich noch zurückblicken, das ist, oder draufschauen, das sind die aktuellen Märkte, Finanzmärkte, Aktienmärkte, Börse. Und da ist es ja so, am 5. August oder zu der Zeit etwa wurde ja der sogenannte Carry Trade aufgelöst, in dem Japan von 0,1 auf 0,25 Basispunkte die Zinsen angehoben hat und kaskadenweise letztlich am Aktienmarkt und insbesondere aber auch am KI- und Tech-Markt Abverkäufe zu sehen waren. Inzwischen gab es wieder ziemliche Zugewinne. Also wir sind schon fast in manchen Aktien schon wieder da, wo wir waren. Und die Frage ist natürlich, ist noch Potenzial nach oben oder ist es jetzt das, was es, wo wir gerade sind und es geht eher wieder Richtung Süden? Tja, also ich meine, diese ganze Geschichte mit dem Carry Trade, ich muss dazu sagen, ich kenne keinen Hedgefondsmanager, der Carry Trades gemacht hat. Ich halte das für so ein dahergenommenes Argument, um eine Kursbewegung zu erklären. Und ich glaube, es gilt der alte Spruch, nicht Nachrichten machen Kurse, sondern Kurse machen Nachrichten. Das heißt, es passiert irgendwelche Kursschwankungen und dann interpretiert man da irgendwas drauf. Also klar war, dass der Markt überhitzt war. Ich hatte an diesem Montag, an dem schwarzen Montag, als Tokio 12% gefallen ist, wurde ich oft gefragt, also was ist denn das jetzt und so weiter. Und als ich die Kurse gesehen habe am Morgen, dachte ich erst, es ist irgendwo ein Krieg ausgebrochen oder irgendwie eine Eruption oder was. Und war aber nicht, sodass ich zu dem Schluss gekommen bin, dass es sich bei diesem Vorgang einfach nur um eine normale Massenhysterie, eine Massenpanik an den Finanzmärkten handelt, denn dort arbeiten ja auch nur Menschen und dort gibt es eben auch Emotionen, dort gibt es auch Hysterie. Habe ich schon öfter erlebt, auch im Leben, dass also ein Markt, ohne dass es dafür Gründe gibt, plötzlich fällt. Dann haben wir diese ganze Stop-Loss-Kiste. Also die Leute hatten sich ja gut eingenistet bei den hohen Kursen, haben dann die Stop-Loss Losse gesetzt, ja auch bei Nvidia und so weiter, die ist ja da bis 90 Dollar gefallen. Und dann gibt es dann, also das ist für mich eher der Grund, dann also eine Kaskade der Abwärtsbewegung, in dem Stop-Losse getriggert wird, wo also den Leuten dann die Aktien aus dem Depot gezogen werden für billig Geld und dann geht es vielleicht noch ein bisschen runter und so weiter. Also ich kann das nicht erkennen, dass es fundamentale Gründe gab für diesen Aktienabsturz. Deshalb haben wir an diesem Tag auch gekauft in unseren Wikifolios. Wir haben ja drei Wikifolios am Laufen im Hightech-Bereich und so weiter. Und Fakt ist natürlich, dass man sich die Frage stellen muss, wie sieht das jetzt aus mit Rezession und so weiter? Die Zinssenkung in Amerika, die ja im September kommen soll, ist ja quasi schon eingepreist und könnte eben auch als negatives Zeichen interpretiert werden, dass es der Wirtschaft tatsächlich jetzt nicht mehr so gut geht. Und wenn du da erstmal einen Downward-Trend hast, also einen Trend nach unten, ist der auch nicht mehr so leicht aufzuholen, sodass ich glaube, also was Aktien angeht, ist das berühmte Stockpicking das Wichtigste. Ich denke, dass also Industrieaktien es eher schwer haben werden in einem rezessiven Umfeld, auch in dem Umfeld, das wir hier in Deutschland und in Europa haben. Auch Rohstoffaktien eher Vorsicht. Der kranke Mann der Welt ist ja nicht nur Deutschland, sondern auch China, wie wir alle wissen. Also PDD-Zahlen gegeben, sind danach um 30% nach unten abgestürzt. China ist ein ganz großes Problem. Die fallen wohl gerade auch in so ein schwarzes Loch. Also, was die einzige Hoffnung, das einzige Hoffnungszeichen, das für mich besteht, ist, sind die Umwälzungen in Sachen künstlicher Intelligenz. Und wenn man sich dort in diesem Umfeld richtig positioniert, glaube ich, dass wir da auch zum Ende des Jahres und im nächsten Jahr noch gute Gewinne machen. Also Sie sagen, um es kurz zu machen, KI-Aktien haben Potenzial, sehen Sie nach wie vor, trotz bisher schon gut gelaufenen KI-Aktien.
und alle anderen eher tendenziell schwach laufend. Ja, das ist meine Aussage, das ist meine These. Man vergleicht ja die KI-Geschichte auch immer mit der Bubble Internet 2000 und so weiter, als ja dann alles zusammenbrach. Damit kann man es aber nicht vergleichen, meines Erachtens, weil wir damals Firmen am Start hatten, die hatten ein KGV beispielsweise von unendlich oder die hatten noch Schulden oder sonst was. Ja. Ich meine, ich habe das ja alles miterlebt damals. Während man bei den Unternehmen, die hier maßgeblich bei der KI involviert sind, unter anderem auch Nvidia, natürlich relativ hohe KGVs hat, aber noch keine übertriebenen. Ich meine, wenn man sich Nvidia anschaut, da sind wir jetzt bei 38, 40. Und je nachdem, wie die Zahlen ausgefallen sind und so weiter, wie die Zahlen sich weiterentwickeln, gehen wir da in Richtung 30. Das ist für eine Wachstumsaktie nicht zu teuer. Und wenn wir in dem Umfeld stöbern, also was für Unternehmen noch da tätig sind, da kommen wir auf KGVs zwischen 20 und 30. Und ich finde, da sind wir im normalen Bereich. Wenn wir einen S&P 500 nehmen, haben wir ja auch etwa 25. Also ich glaube, dass wir bei KI immer noch eine einzigartige Chance haben und dass künstliche Intelligenz die Welt extrem, ganz extrem verändern wird. Dass das hier wirklich ein völliger Paradigmenwechsel ist, wie wir mit Umwelt agieren und was in Zukunft noch alles kommt, auch negativer Natur. Aber im Prinzip ist es so, dass jeder mithalten muss. Und deshalb sind die Aktien, die Unternehmen, die mit KI verbunden sind, natürlich die Geldempfänger jener, die sich diese Chips und diese Grafikkarten und was noch immer kaufen muss, um überhaupt KI zu betreiben. Dazu zählen Google, dazu zählen Facebook, dazu zählt Amazon und wie sie alle heißen. Die haben ja zig Milliarden bisher in Richtung Nvidia gezahlt, Tesla auch, um dort an vorderster Front tätig zu werden. Und das ist eben auch ein Punkt, wo wir gerade über Deutschland sprachen. Das hat noch keiner so richtig auf dem Radar, dass wir hier komplett den Anschluss verpassen. Also wo haben wir denn in Europa, wo haben wir denn in Deutschland irgendein Unternehmen, das also ernsthaft KI betreibt und so weiter? Und ich sage Ihnen, das geht auch gar nicht, weil man nämlich zu KI Strom braucht. Da braucht man Energie. Und die ist immer knapp in Deutschland. Und die ist, also wenn sie da ist, ist sie zu teuer. Und solange wir, einer hat mal ausgerechnet, dass wir in Europa, glaube ich, 14 neue Kernkraftwerke bräuchten, um ernsthaft Server zu betreiben, die KI generieren. Also das ist ja ein Traum. Also da kommen wir ja niemals hin. Insbesondere nicht Deutschland, sodass ich der Meinung bin, dass die Ära von Volkswagen und Co. möglicherweise beendet ist und die neuen Wohlstandswellen sich dort ergeben, wo man eben auch mit modernster Technik arbeitet. Und das ist nun mal KI. Und die Leute, die bei KI Vollgas geben, das werden die Sieger sein in Zukunft. Und diejenigen, die da gar nichts machen, wie wir beispielsweise, wir sind dann die Verlierer. Ich will noch zum Schluss das noch abrunden, weil wir auch von Krise gesprochen haben, KI-Hype, all das, Nvidia wird ja oft genannt. Andere Unternehmen sind natürlich dann OpenAI mit ChatGPT und anderen, Google mit seinen Gemini. Aber wenn man diese Unternehmen sieht, jetzt wie zum Beispiel also die Magnificent Seven, wie Apple, Microsoft, Amazon, Google, you name it, dann darf man auch da nicht vergessen, es sind Wachstumsunternehmen, sie investieren in KI und dennoch sind es inzwischen die Unternehmen, die die größten Cash-Positionen, ich spreche jetzt nicht von Berkshire Hathaway, außer Berkshire Hathaway, aber die größten Cash-Positionen vorweisen. Also inzwischen sind die Tech-Unternehmen des heutigen Jahrhunderts oder der jetzigen Zeit eigentlich die Versorgungsunternehmen von vor 50 Jahren. Jetzt übertreibe ich ein kleines bisschen, aber Sie haben genickt, Herr Ross, Sie sehen es ähnlich, oder? Ja, und das dürfen Sie jetzt alles bei Nvidia abliefern. Dass die Cash-Pile läuft, also gut, Ja, also ich meine, sehr ist doch schön. so, ist doch so. Also ich meine, die machen die Software und brauchen dafür die Einzelteile, die Grafikkarten und so weiter. Davon gibt es nur begrenzte Anbieter. Nach allem, was ich weiß, ist Nvidia meilenweit entfernt. Also ich meine, ich beschäftige mich fast jeden Tag mit dem Unternehmen, weil ich darin auch investiert bin und unsere Wikifolios auch voll dick da drin hängen. Also ich meine, ich gucke schon, ob es da Konkurrenz gibt. Und die ist nach allem, was ich weiß,
nicht sichtbar. Weil Nvidia ist nicht nur Grafikkarten, Nvidia ist auch Software. Und die haben eine spezielle Software, die von der ganzen Welt genutzt wird. Und das ist eben wichtig, dass die Software mit der Hardware zusammenarbeiten kann, sodass es schwierig ist für einen Neueinsteiger. Der muss ja dann auch die entsprechende Software schreiben und die müssen irgendwelche IT-Techniker verstehen, die müssen sie lernen. Und das sind ja alles erstmal Barrieren, zum Beispiel für AMD, dass es da genügend Personal gibt, um sich überhaupt da reinzuarbeiten. Das vergessen ja die meisten Leute. Es geht ja nicht nur um die Grafikkarten, sondern es geht um die Software. Und Kudu heißt die, glaube ich, bei Nvidia. Und Nvidia spielt schon mit der, das ist im Moment alles gratis, das haben sie sehr schön eingeleitet, damit eben alle Welt diese Software benutzt und damit eben auch die Nvidia-Grafikkarten und Hardware kauft. Und sie spielen jetzt mit dem Gedanken, zusätzlich zu der Hardware eben auch die Software zu verbieten pro Monat. Das ist natürlich eine großartige Einnahmequelle. Also spricht alles für Nvidia. Das spricht für Nvidia. Und was Sie ja auch noch angesprochen haben, also jetzt schon in mehreren Absätzen sozusagen, ist das Thema Energie bei KI. Also insgeheim sollen ja auch Treffen von Mark Zuckerberg, aber auch Elon Musk und anderen großen Tech-Unternehmen mit Energieunternehmen, insbesondere mit Atommeilerbetreibern, laufen. Und da muss man sich also doppelt an den Kopf fassen. Wie kann es sein, dass wir solche Kapazitäten in Deutschland abreißen, wo gerade KI-Tech-Milliardäre die Finger danach lecken? Also das ist wieder eigentlich ein perfides Beispiel dafür, wie arrogant und hochnäsig wir eigentlich da mit unseren eigenen erarbeiteten Volksvermögen umgehen. Ja, also ich Das bin auch ist. gespannt, was da demnächst bei uns in den Geschichtsbüchern steht. Alles, was man wissen muss, ist, dass Energie Wohlstand ist. Und mehr muss man eigentlich gar nicht wissen. Und egal, ob es jetzt um KI geht oder nicht. Und wenn ich die Energieversorgung zerstöre, dann zerstöre ich Wohlstand. Das merkt man nicht sofort, aber mit der Zeit auf jeden Fall. Und ein Politiker, auch wenn er ungebildet ist, die meisten haben ja kein Studium und so weiter da im Bundestag, muss das von seinen Fachleuten doch erläutert bekommen, dass es einfach Wahnsinn ist, in der heutigen Zeit Kernkraftwerke abzureißen, die man wahrscheinlich noch mal anwerfen könnte. Ja? Und hinzu kommt, dass diese Kernkraftwerke ja für 1 bis 3%, die waren ja abgeschrieben und, die haben jahrzehntelang ohne Probleme Strom geliefert, die liefern ihn für 1 bis 3 Cent und die zerstören wir. Und dieses idiotische erneuerbare Gedöns da, von dem man gar nicht weiß, ob es funktioniert und das unglaublich viel Geld kostet, das fördern wir. Also das führt natürlich in die Sackgasse. Und dann kommt noch die Kriegstreiberpartei, die eben sagt, ja, nimm grüne Energie, aber lässt dann die Panzer nach Kiew fahren oder nach Moskau, wenn es noch weitergeht. Ja, also das ist wiederum dieses Perfide dran. Wir enden jetzt damit. Herr Michael Mross hat es gesagt, Energie ist Wohlstand. Das war ein ganz tolles Schlusswort. Vielen Dank für für diesen tollen Beitrag, für dieses tolle Interview. Die letzten Worte kommen von Ihnen, Herrn Mross, an die Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich erlebe immer mehr Leute, die raus wollen aus Deutschland. Ey, bleibt bitte hier. Lasst uns versuchen, Kritik zu üben und Deutschland wieder auf die Schiene, auf das Gleis zu stellen, das es mal war, vor über einem Jahrzehnt. Wir sind immer noch die Lokomotive, weltwirtschaftlich sind wir immer noch Platz 3, den dürfen wir nicht verlieren. Wer ins Ausland geht, hat aber schon verloren. Der bringt ja sein eigenes Geld in Sicherheit. Wäre aber doch schade, wenn wir das Deutschland so, wie wir es kennen, aus den Augen verlieren und unsere Heimat damit auch verlieren. Lass uns alles tun, dass wir das Ruder wieder rumreißen können und Deutschland mit viel Wohlstand einer schönen Zukunft entgegengeht. Ganz tolles Schlusswort. Danke, Herr Ross. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.